Er ist 21 Jahre alt und macht nun schon seit fast 10 Jahren regelmäßig Musik. Auch hier in Mönchengladbach ist er bekannt durch die Musik auf den Straßen. Und heute bei uns im Studio Jeffrey Kolkmann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Warst eine lange Zeit hier nicht zu sehen, aber jetzt seit kurzem, seit letztem Jahr aktiv auch mit einer Aktion, die du auch in Bahn gemacht hast. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Was hast du so in der Zeit gemacht seit dem letzten Mal? Seit, ich glaube, vor 5 Jahren warst du zuletzt hier. Ja, also da ist einiges passiert. Damals war es ja so, dass ich gesagt habe, ich werde es mal ausprobieren. Nach der 10. Klasse erstmal ein Jahr Pause von der Schule, Musik machen hauptsächlich. Ich habe meine erste CD rausgebracht, hatte mich gerade selbstständig gemacht und es hat so gut funktioniert, dass ich bis heute von der Musik lebe. Also seit ich 16 bin, lebe ich hauptberuflich davon und ich habe sehr viel Straßenmusik gemacht in Mönchengladbach, war dann auch in Zügen unterwegs, habe dort Musik gemacht für die Pendler und für die Reisenden und habe versucht, einfach die Zeit, die man verbringt, dann mit etwas zu füllen, mit einem Erlebnis, wo die Leute eine Freude haben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2016 beschlossen habe, ich möchte ein bisschen mehr sehen, möchte ein bisschen mehr erleben selbst und bin dann viel gereist mit meiner Freundin zusammen auch. Wir haben uns viele Ecken von Deutschland angeguckt, die wir selbst noch nicht gesehen haben, sind einmal runter zum Gardasee. Und jetzt bin ich seit circa einem halben Jahr wieder viel hier unterwegs, mache hier Straßenmusik und gebe hier Konzerte und genieße es einfach wieder zu Hause zu sein. Denn aus Mönchengladbach komme ich und es ist so schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich habe jetzt eine Reihe gemacht, Private Concerts, wirklich maximal 28 Leute pro Konzert. Und das erste, da habe ich in meinen Geburtstag reingefeiert mit vielen bekannten Gesichtern. Und sowas ist natürlich wundervoll und das gibt es nur in der Heimat. Ja, ich glaube, die Gladbacher freuen sich auch, dass du endlich zurück bist. Mit deinem Album Laura hast du auf jeden Fall viele Leute auf dich aufmerksam gemacht und bist jetzt mit dem Album 21 unterwegs. Warum 21? Weil du 21 Jahre alt bist. Was genau steckt dahinter, hinter dem Namen? Genau, also das Album, das ist entstanden einfach durch den Gedanken, ich möchte was Neues machen und möchte dann gleichzeitig in diesem Album, aber auch den ganzen Weg nochmal aufzeichnen, alles festhalten, was dazu geführt hat, dass ich heute hier auch bei dir sein darf. Und deshalb jetzt 21, ich bin 21 geworden und habe gedacht, das ist ein super Anlass, es ist so ein Alter, da ist einfach die Schwelle vom Jugendlichen zum Erwachsenen und die ganze Reise, die mich jetzt über 10 Jahre hierher geführt hat und all die Songs sind daraus entstanden. Also der älteste Song, den habe ich mit 9 oder 10 Jahren in der 5. Klasse damals geschrieben. Der ist da mit drauf. Ist der älteste, den ich noch im Programm habe. Der neueste ist erst ein paar Monate alt. Und so ist halt 21 entstanden mit 21 Songs. Die alle, genau, die sind alle auf diesem Album mit zusammengekommen. Einen Song hast du uns davon mitgebracht und der heißt Millionär, den hören wir uns jetzt an, von Jeffrey Kolkmann, Millionär, aus dem Album 21, sorry. Es ist Montagmorgen, der Wecker geht, ist es wirklich schon so spät, ich zieh mir das Kissen übers Gesicht, denn aufstehen will ich nicht. Und ich stell mir vor, wieso wär ich ein Millionär? Einfach liegen bleiben, einfach mal nichts tun, auf alle Sorgen scheißen und einfach ausruhen. Aber den ganzen Tag nichts tun, wär auf Dauer nichts für mich. Kann doch auch was Gutes tun für andere als mich. Es ist Montagmorgen, der Bäcker geht. Ist es wirklich schon zu spät? Ich zieh mir das Kissen übers Gesicht, denn aufstehen will ich nicht. Und ich stell mir vor, bis wo wär ich ein Millionär, wäre frei, du wärst dabei, frei von Sorgen übermorgen. Du bestimmst, ob du morgen lachst, mit dem, was du aus dem Heute machst. Und so frag ich dich, hast du heute schon gelacht? Und wenn nicht, dann wird es jetzt gemacht. Und ich stell mir vor, bis wo wär. Wenn ich wüsste, ich bin Millionär, an Möglichkeiten meinen Weg zu beschreiten. Denn der einzige Mensch, der bestimmt, wie mein Leben verläuft, bin ich. Und wenn du mir was anderes erzählst, glaub ich dir einfach nicht. Denn ich weiß, ich bin gut, so wie ich bin.
Alles, was ich brauche, steckt bereits in mir drin, um einfach loszulegen, selbst wenn ich mich hinleg, um etwas mitzunehmen für meinen Weg. Es ist Montagmorgen, ohne Sorgen. Ich spring auf und weiß genau, wie schön es wär, wüsstest du, du bist Millionär an Möglichkeiten, deinen Weg zu beschreiten, denn ich weiß, du bist gut so wie du bist, und alles, was du brauchst, steckt bereits in dir drin, um einfach loszulegen, selbst wenn du dich hinlegst, um etwas mitzunehmen für deinen Weg. Probier vieles aus, hör in dich hinein, komm aus dir raus, du darfst du selbst sein. Geh deinen Weg und mach dein Ding, lieb dein Lebenssinn und ich sing. Es ist Montagmorgen, ohne Sorgen, ich spring auf und weiß genau, wie schön es wär, wüsstest du, du bist Millionär. Millionär von 21. Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Hast du mal gesagt, was meinst du genau damit? Ich denke, bis zu einem gewissen Anteil können wir wirklich beeinflussen, was in unserem Leben geschieht. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, das sind 80-90%. Also wir leben in dem Land der Möglichkeiten. Das ist heutzutage nicht mehr die USA, das ist jetzt Deutschland. Wir haben so viele Möglichkeiten wie niemand sonst auf der Welt und es lässt sich so leicht machen. Und das Glück, dass man dann auf einmal hat, so wie ich. Ich lebe von meiner Musik, seit ich 16 bin. Ich habe mein neues Album jetzt bei Saturn veröffentlicht. Und so Sachen, da sagen die Leute dann, boah, da hast du ja ordentlich Glück gehabt. Und ich denke aber, dass dieses Glück niemals hätte entstehen können, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte. So lange Zeit, jetzt ungefähr 10 Jahre, die ich Musik gemacht habe, die ich mich auch gezeigt habe, die ich unterwegs war, wo ich bereit war zu lernen und einfach Spaß und Freude dran zu haben. Denn ich denke, das ist so auch ein super Mittel, um diese Vorbereitung zu machen, dass man einfach seiner Freude folgt und vor allem seinem Herzen folgt. Denn wenn man das macht, dann kommt die Motivation von ganz allein. Man hat einfach Spaß, wird automatisch besser. Und irgendwann, wenn man gut genug ist, dann schlägt das Glück auch zu. Mit 8, also quasi 8, das erste Mal Text geschrieben oder auf der Straße dann was gemacht. Mit 12 dann richtig losgelegt. Also wie viele Gelegenheiten hast du gebraucht, bis du gesagt hast, okay, das, wie viele Anläufe waren es dann am Ende? Anläufe war es einer. Das war am 11.11.1996 in Mariahilf hier in Mönchengladbach. Da bin ich geboren. Okay. Und das war der einzige Anlauf, den ich gebraucht habe. Ansonsten habe ich einfach immer das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte. Und ich hatte natürlich hier und da auch mal die Punkte, wo ich so gedacht habe, ich weiß jetzt nicht genau, möchte ich lieber das, möchte ich lieber das, aber dann habe ich ausprobiert. Das ist so eine gute Möglichkeit, wenn man zwei Möglichkeiten hat, testet man einfach, schaut, was macht mehr Spaß. Und so habe ich das immer gemacht. Und natürlich geht nicht immer alles zu 100% glatt. Dann ist mal irgendeine CD, kommt einen Tag später zum Beispiel. Ja, aber deshalb dann auch einen Puffer einbauen, ist ganz gut. Und so lernt man halt auch aus den ganzen Geschichten. Und ich habe sehr viel daraus gelernt, dass ich einfach getestet habe, weitergemacht habe. Ich habe zum Beispiel sehr viel Musik in Zügen gemacht. Da habe ich dann auch noch zusätzlich eine Rede gehalten vor den Menschen. Und ich wollte die Leute inspirieren, motivieren, dass sie auch wieder mal mehr an ihre Träume glauben und das Ganze mit der Musik verbinden. Weil ich denke, das ist halt ein großer Faktor, der im ganzen Alltagsstress viel vergessen wird. Ja. Und da habe ich halt auch sehr viel Reden geübt, was dazu geführt hat, dass ich dann im letzten Jahr zum Beispiel in Österreich auf einem Festival war, wo ich nicht nur als Musiker gebucht war, sondern auch als Speaker. Ach so. Und ich denke, das sind diese Sachen, du nimmst einen Anlauf und machst dir da nicht so einen großen Kopf um alles. Ich nehme das Leben locker und versuche mir so wenig Erwartungen wie möglich zu machen,
weil es dann nur gut ausgehen kann. Mhm. Ja, bei diesen Aktionen in der Bahn habe ich das tatsächlich einmal selbst miterlebt. Fand ich cool, die Aktion. Gab es denn Leute, die mal gesagt haben, Alter, hör doch mal auf, geh mal nicht so früh jetzt los mit der Musik? Ja, das ist zum Beispiel eine super Lektion, die ich gelernt habe. Ja. Und zwar, sowas kam vor. Allerdings ist das immer nur ein verschwindend geringer Anteil. Mhm. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Facebook. Ich habe so viele E-Mails bekommen von Leuten, die mich gesehen haben, die sich bei mir bedankt haben. Von Freundschaften, die beim Treffen mit mir geknüpft wurden. Cool. Und sowas passiert schon mal. Aber dann frage ich mich immer, was ist der Person heute passiert? Wieso hat sie schlechte Laune? Weil das liegt so gut wie nie an mir. Mhm. Ja, bei den Reisen, bei denen du unterwegs bist, nimmst du ja oft auch deine Leute mit, indem du Videos davon machst und die dann in sozialen Netzwerken teilst. Erstmal muss ich fragen, wer ist Flo? Wahrscheinlich Leute, die dich verfolgen, kennen ihn auf jeden Fall. Man sieht aber irgendwo immer mal so, ach, der Flo, wer ist genau Flo? Flo, da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist der liebe Flo aus Nürnberg, den wir getroffen haben, bei dem wir schon mal zu Besuch waren. Den haben wir am Gardasee kennengelernt, 2016. Die andere Möglichkeit ist ein Flo aus Offenburg. Und den habe ich auch jetzt im letzten Jahr kennengelernt. Und mit dem habe ich zeitweise, war jetzt die letzten Monate auf Social Media nicht so viel aktiv. Deshalb noch ein paar Monate alte Posts. Mhm. Und mit dem habe ich sehr viel zusammengearbeitet für ein paar Monate. Wir haben verschiedene Projekte veröffentlicht, unter anderem halt unser Song. Das ist ein Angebot, das habe ich schon seit ich 15 bin. Und das haben wir jetzt einfach nochmal optimiert und nochmal neu rausgebracht, sodass ich das auch den mehr Leuten einfach zur Verfügung stellen kann. Also ich schreibe persönliche Songs für Liebespaare und für Veranstaltungen. Und da wollten wir einfach vorher, hat man mich angesprochen, nur dann habe ich das einem erzählt, dass ich das überhaupt habe. Wir wollten das einfach nochmal rausgeben. Okay. Ja, der Jeffrey ist also niemals alone und never alone. So ist auch der zweite Song, den er uns mitgebracht hat, für euch. Bitteschön. I know now what we did wrong, and so I sing this song because I know which way to go. I thought sometimes that taking me the right way to go. So many stunts in our way, but I know that it is the only right way to go. The way with you, it doesn't matter what they say, don't listen to them. If they tell you you are wrong, put your headphones on and go. Listen to your heart when it is pitiful. Well, it's the only way to go, and it will never be alone. I know now what we did wrong, and so I sing the song because I know what to do now. Nothing is what is for me than just to be with you. It doesn't matter what they say, don't listen to them. If they tell you you are wrong, put your headphones on and go. Listen to your heart when it is beautified. They will tell you where to go, and if never be alone. Never alone. Ja, also du bist tatsächlich immer unterwegs, immer mit neuen Leuten. Du warst ja auch in 5 Ländern lange unterwegs. Ist man da tatsächlich immer irgendwo zu Hause? Findet man zu Hause oder hat man auch irgendwann Heimweh? Das ist so ein Grund, warum du dann am Ende dann wieder hier gelandet bist. Also ich denke, für mich ist es so eine wirkliche Reise gewesen, bei der ich sehr viel über mich selbst gelernt habe.
Denn wenn sich alles um einen herum verändert, dann ist die einzige Konstante, die man hat, man selbst. Und so lernt man irgendwann, dass man alles mitnimmt, wenn man woanders hingeht. Mhm. Und dass man selbst sein Zuhause ist. Und dass man gut mit seinem Körper umgehen sollte. Denn der Körper, das ist das Zuhause deiner Seele und den hast du nur einmal. Mhm. Und deshalb habe ich da sehr viel über mich gelernt und schlussendlich bin ich wieder hier gelandet, weil hier einfach auch die Familie ist. Ich weiß nicht genau, wie es in Zukunft sein wird. Ich habe auf jeden Fall vor, erstmal hier zu bleiben, weil ich mich sehr wohl fühle. Ich meine, wir haben hier so eine tolle Stadt, wir haben hier so viele Möglichkeiten, so tolle Menschen. Und wo hat man es sonst, dass eine Stadt gleichzeitig wirklich eine Stadt ist, aber gleichzeitig so familiär? Jedes Mal, wenn ich rausgehe, dauert es keine Viertelstunde und ich treffe irgendjemanden, den ich kenne. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und ich meine, klar, ich kenne viele Leute, weil ich viel in der Stadt unterwegs bin. Aber trotzdem, das ist was, das hat man wirklich nicht viel auf dieser Welt. War das am Anfang eigentlich schwierig, auf der Straße dann zu spielen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man Musik macht, aber das dann auf die Straße tragen will, dass man am Anfang vielleicht erstmal so eine Hemmschwelle überwinden muss oder sich selbst überwinden muss. Also die erste Erfahrung habe ich ja mit 8 Jahren gemacht, auf dem Nikolausmarkt in Rheindahlen. Damals habe ich Kinder gesehen, die es gemacht haben. Ich wollte es auch tun. Wir haben einfach, meine Mutter und ich, vom nächsten Stand einen Suppenteller geholt, vor mich gestellt. Ich habe gepfiffen. Und ich hatte sofort ein paar neue Freunde gefunden, die mich dann angesprochen haben, weil es denen gefallen hat. Und da habe ich sofort gemerkt, wow, du bist auf einer Ebene mit den Leuten, denen gefällt das. Das heißt, ich hatte eine gute Erfahrung gemacht. Und daran habe ich mich halt ein paar Jahre später wieder erinnert, als ich das auch mal im Fernsehen gesehen habe, habe mit 12 Jahren angefangen, das regelmäßig zu machen. Und ich muss sagen, es ist natürlich eine gewisse Nervosität dabei, da uns auch immer beigebracht wird, ja, Leute denken und urteilen über dich. Aber schlussendlich habe ich gemerkt, man braucht das auch, ne? Einfach so, wenn die Aufregung oder die Nervosität nicht mehr da wäre, dann könnte man es ja auch eigentlich sein lassen. Ich denke, die Nervosität braucht man eigentlich gar nicht, weil die habe ich bei der Straßenmusik gar nicht mehr. Ich kann mich mittlerweile einfach fallen lassen. Das ist, als sei ich bei mir zu Hause. Das Ding ist, ich habe irgendwann gelernt, dass die Leute, die über mich urteilen, keine Auswirkungen auf mich haben. Das Schöne ist, mein Wert, das bestimmt nicht, was ich tue. Ja. Du bist wertvoll. Ich bin wertvoll. Jeder, der hier gerade zuschaut, ist eine wertvolle Person. Und da ändert nichts dran, was irgendwann geschehen ist oder was irgendwann geschieht, was man tut, sondern das war ein Geschenk, was wir mit unserem Leben bekommen haben und was wir auch für immer haben werden. Mhm. Deine Mutter sieht man auch in einem alten Beitrag bei uns, in dem wir über dich gesprochen haben, ein Porträt über dich gemacht haben. Da hat sie gesagt, sie würde gerne mehr französische Lieder und Coversongs von dir hören. Hat sie die bekommen? Letztendlich bist du mehr auf Deutsch jetzt unterwegs. Ich bin viel auf Deutsch unterwegs. Französisch gab es bisher noch nicht. Ich habe da eine Idee, die vielleicht irgendwann in der Zukunft kommt, sogar zusammen mit meiner Mutter, aber das kann noch was dauern, da gerade einfach so viel los ist. Nicht das, aber meine Mutter hat einen Ordner mit alten Texten, die sie geschrieben hat, zum Teil Französisch. Aber das wäre zu viel, da jetzt was zu erzählen, denn gerade stehen einfach so viele Projekte an, gerade die neue CD, jetzt die Konzerte und das mit dem Covern, das hat sich mittlerweile insofern verwirklicht, dass ich einfach so lange einen Ohrwurm hatte, dass ich dann bei der Straßenmusik eine Zeit lang Feeling Good in der Version von Michael Bublé gesungen habe. Mhm. Ich liebe den Song. Das ist super. Ich habe mittlerweile jetzt wieder damit aufgehört. Ich mache das immer so nach Gefühl. Also ich verbiete mir nie was. Ich habe immer gesagt, so regulär covern will ich nicht, weil wenn man einmal was macht, fragen die Leute einen nur noch danach. Und ich habe einfach nur diesen einen Song drauf, weil ich sonst nur andere Songs mache, ja. Nur eigene. Und das hat sich insofern verwirklicht, kann man auch auf YouTube sehen. Und ansonsten bleibe ich bei meinen eigenen Songs, die sich ja auch sehr verändert haben in der Zeit. Die haben sich sehr weiterentwickelt, so wie ich mich persönlich auch. Bisschen tiefgründiger oder ist man da lockerer geworden? Lockerer geworden und ich habe viel mehr Sinn in das Ganze reingegeben. Also wir sehen jetzt auch auf dem Album, da sind mehrere Songs, die ich für Paare geschrieben habe, mit diesen Songs auf Bestellung, wo ich dann auch gemerkt habe,
dass die teilweise wirklich dafür gesorgt haben, dass ein Paar wieder miteinander kommuniziert hat, dass die Beziehung dann weiterging. Und das war eine vierköpfige Familie, das hat mir dann sehr viel bedeutet. Und auch für ein glückliches Paar als nochmal als Erlebnis, um die Liebe zu verewigen. Und vor allem auch mit Millionär. Und Never Alone habe ich zum ersten Mal Songs gemacht, die mir gezeigt haben, hey, du kannst da mit deiner Masse wirklich was bewegen. Weil diese Songs, wenn man die hört, ja, das kann ich jedem nur empfehlen. Ladet ihr das Ganze später auf YouTube hoch? Ja, klar. Dann würde ich jedem nur empfehlen, die Songs zu hören. Ich habe die Songs auch auf YouTube drauf. Ja, wenn man die eingibt, Millionär oder Never Alone. Und all das, was man da hört, das soll einem einfach nochmal verinnerlichen, unterbewusst, während man die Musik genießt, was man doch eigentlich für Chancen hat, dass man niemals alleine ist, dass man Millionär an seinen Möglichkeiten ist und viel wertvoller, als man oft denkt. Denn viele vergessen, wie wundervoll sie eigentlich doch sind. Ja. Seit 10 Jahren bist du jetzt unterwegs damit. Noch weitere mindestens 10 Jahre geplant? Also ich denke, ich werde das so lange machen, wie ich Lust und Laune habe. Also das ist, viele fragen mich, wann machst du Straßenmusik? Ich werde Banker. Ja, ich wollte eigentlich mal BWL machen. Ich bin so ein Zahlenmensch, ich liebe Zahlen. Aber ich muss wirklich sagen, die Musik ist eine Leidenschaft, mit den Menschen mich zu unterhalten, die Menschen kennenzulernen. Und ich merke gerade, es nimmt einfach ganz andere Größen mittlerweile an. Ich meine, die CD war jetzt bei Saturn, die Konzerte, die Private Concerts. Ich habe jetzt 5 Stück gemacht, November und Dezember. Und da folgen jetzt auch wieder welche. Also konstant wird auf meiner Website ein Termin sein, wo man sich die Konzerte anschauen kann. Und ich habe einfach gemerkt, das macht so viel Spaß, dass ich nicht weiß, wann der aufhören sollte, weil das Ding ist, der wird immer mehr. Okay. Ja, die Gladbacher werden es dir danken auf jeden Fall. Was ist jetzt noch geplant für dieses Jahr oder die kommenden Jahre? Geplant ist jetzt erstmal die neue CD einfach zu genießen. Ja, das ist wirklich sehr viel Arbeit gewesen. Es ist die schönste Produktion, die ich bisher je gemacht habe. Und ich bin allen Menschen, die mich da unterstützt haben und auch überhaupt auf meinem Weg unterstützt haben, super dankbar. Also wenn gerade jemand zuschaut, auch alle, die mich aus der Stadt kennen, vielen Dank. Denn ohne Mönchengladbach gäbe es das Ganze auch gar nicht. Und deshalb die CD genießen und auf jeden Fall die Private Concerts, da gehe ich viel mehr rein. Das macht so Spaß, weil mit 28 Menschen auf dem Konzert, da ist einfach so eine persönliche Atmosphäre. Wir haben es in letzter Zeit sogar so gemacht, dass wir noch gemeinsam gegessen haben dann. Und da lernt man die Leute richtig kennen. Und das ist was ganz anderes als so eine große Massenveranstaltung oder auch die Straßenmusik. Und deshalb, Feeling ist schon was anderes auf jeden Fall. Ja, deshalb gehe ich da auf jeden Fall viel mehr drauf ein. Ist jetzt aktuell im Café Mondlicht, auch eine super schöne Location direkt am Minto. Und da bin ich sehr happy und da werde ich viel mehr drauf eingehen. Ja, Wohnzimmer-Feeling in den Konzerten zum Wohnzimmer bei euch, wenn ihr 21 gewinnen wollt. Das könnt ihr jetzt nämlich, dann beantwortet folgende Frage: Mit wie vielen Jahren fing Jeffrey an, regelmäßig Musik auf Gladbachstraßen und überall zu machen? Wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt ihr an quiz@city-vision.de und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann 21 gewinnen. Ja, für mich ein innerliches Blumenpflücken, dass du wieder da bist und auch hier bei uns warst. Auf welcher Webseite kann man dich sonst noch verfolgen? Die Website, ich wollte gerade fragen, darf ich einen Tipp geben wegen des Alters? Einfach auf der Website nachschauen. die Website ist jeffreykolkmann.de und könnt ihr auch einblenden dann, ne? Da findet man halt auch nochmal all die Links zu den Konzerten, zu der CD, auch einfach zu Spotify. Ja, also kann man einfach auf Spotify reinhören. Ob es einem gefällt, dann sehen wir uns vielleicht auch auf einem Private Concert. Das würde mich sehr freuen. Und, und wir sehen uns dann beim nächsten Backstage Talk, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss, bis dann. Danke, Jeffrey. Ich danke dir.